mal weiter. Marvin ist, glaube ich, immer noch vorne, wenn ich mich nicht täusche. Was ist denn der Typ nochmal? Ich glaube, der hatte einen Rattern, oder? Ja, einen Rattern, ja. Nachdem... Oh, das ist Level 21. Gut. Der hat uns bedroht, das heißt, wir machen auf jeden Fall den Energiefokus. Stacheln, der zieht uns so gut wie gar nichts, aber gut, vergiftet werden kann man nicht. So, Marvin. Ich wollte gerade sagen, zeig ihm mal, was du kannst, aber so machen wir das nicht, Marvin. Ich habe schon bei zwei Treffern gesagt. Also, Marvin, zweimal hintereinander, das geht nicht. Marvin, was soll ich nur mit dir machen? Ich will ja, dass du stark bist, aber dreimal hintereinander? Marvin, willst du mich verarschen? Na, endlich legst du mal los. Na, wenigstens gleich mal mit einem vierfachen Treffer, wo einer ein Crit war. So lasse ich mir das schon eher eingehen. Haust du da dreimal hintereinander daneben? Ich glaube, es hackt. Ja, genau, Marvin. So muss man das machen. Wieso nicht gleich so? Ich hasse es zwar, wegen einer Paralyse wieder ins Pokémon Center zu gehen, aber ich habe auch nicht unendlich viel Geld und ich brauche ein... Bis Prismania, die brauche ich noch ein bisschen was. Weil in Prismania City gibt's dann... Da muss ich dann ganz, ganz groß einkaufen gehen. Gut, bis dahin habe ich dann auch wieder einigermaßen genug Geld und so, aber... Ich hätte trotzdem gern noch ein bisschen was für Tränke und Ähnliches übrig. Verschließen den Level 19er. Na gut, für Dirki reicht's, für Marvin nicht. Dirki will Stachelspore lernen. Brauchen wir das Wachstum? Nicht so unbedingt. Als nächstes kommt ein Zubat. Okay. Das darf dann unser Marvin wieder machen. Und als nächstes darf dann Kenji wieder ran. Ja, ganz, ganz knapp hat es nicht gereicht mit dem Level Up. Level 19, der kann immer noch keinen Flügelschlag. Marvin! Was haben wir davon. Was habe ich dir vorhin über das Treffen von Attacken gesagt? Du hast vorhin schon dreimal hintereinander daneben gehauen. Dein Konto für danebengehende Attacken ist nämlich langsam leer. Und selber verletzen tust du dich jetzt bitte auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Das Viech kann... keine Attacken außer Superschall, die in einem Fight irgendwie großartig Schaden machen können.
komm, Felsgrab. Fight trifft einfach immer damit. Ich glaube, das ist wirklich noch kein einziges Mal daneben gegangen. So, Level 19 für Marvin, sehr schön. Und Level 19 für Fight. So, demnächst sind ein paar Entwicklungen drin. Aber vor allem mal... Auch wenn du dir das definitiv nicht verdient hast nach der Leistung gerade, Marvin, aber... Damit spare ich mir mehr, als ich dir erspare, wahrscheinlich. So. Kommt der Fadenschuss mal weg. Und Marvin hat endlich eine nützliche Attacke. Zweimal 25. Kurz gesagt, Stärke. Stärke 75 durch den Step. Endlich kann er etwas machen, was sinnvoll ist. So. Belly darf als nächstes vor, weil die hat auch auf Level 20 ihren nächsten großen Auftritt. Das ist der Typ mit dem Vulcano und dem Vulpix, oder? Ich will hier sehr verbunden. Okay, der macht leider Vulcano zuerst. Ich habe gehofft, er macht Vulpix zuerst, weil dann kriege ich den Bedroher nicht ins Stand-Up. Aber gut, damit müssen wir wohl leben. Ja, aber... Belly, fang du bitte nicht auch noch damit an. Okay. Moment mal, es ist... Das ist blöd. Kari, mach du das. Ich wollte Kenji nicht in eine spezielle Attacke wie Biss oder Blut reinwechseln, deswegen bin ich da jetzt auch gezögert. So. Jetzt kommt das Vulpix. Belly, tu mir einen Gefallen und triff bitte diesmal. Danke. Und jetzt finishen. Theoretisch verkaufen. Dann schnappen wir uns den hier auf jeden Fall noch. Der Spieler Dirk. Ja, wir haben noch einen Dirki. Oh, hätten jetzt auch gewonnen, wenn Voltoban mit dem Tackle so viel Schaden gemacht hat. Weil sie erreicht jetzt bald Level 20 und dann wird unsere Valley ein schönes kleines Radikal. Nicht mehr ganz so klein, muss man dazu sagen. So, super effective. So.
Radfratz. Level 17. Ja, wir haben ein Level 19 Radfratz. Außerdem ist unsere Valley ein Top Percentage Rattata. So, und Level 20. Sehr, sehr schön. Energiefokus will sie lernen. Haben wir irgendwas, was wir entbehren können? Ein Tackle braucht sowieso niemand mehr. Ich meine, wir haben Ruckzuck-Hieb. Da ist ein Energiefokus schon wesentlich sinnvoller. So, ein weiteres Radfratz kommt in den Kampf. Dann darf unser Kenji gleich mal ran. Der hat dann, glaube ich, noch einen Radikal hinterher. So. Kenji sei so gut und wollte den Kleinen. Danke. So, dann ist auch Level 20 für unseren Kenji drin. Entwickelt sich dann auch bald und ja, Radikal ist das letzte. Das hat das letzte Mal die Kadi so schön gemacht. Dann darf sie das gleich nochmal machen. In der Hoffnung, dass wir keinen Hyperzahncrit abkriegen. Okay. Geheimpower regelt. Level 20 für die KD. Wirbelwind will sie lernen. Nee. So. Und die Belly entwickelt sich. Dann wird es aus unserem Top Percentage Rattata ein Top Percentage Radikal. Grimasse will sie jetzt noch lernen, okay. Brauchen wir Grimasse? Ich würde sagen, nein. So, dann schauen wir uns unsere Valley jetzt mal an. Ja, 36 Angriff hat sie jetzt und 37 Def und auch 36 Spätzdef, 50 Init, ja. Auf jeden Fall glaube ich jetzt das schnellste Pokémon, das wir haben, oder? Ja, mit Abstand. Das nächstschnellste ist unsere Kadi mit 41. Aber gut, wir haben jetzt 4 Pokémon auf Level 20. Jetzt müssen nur noch die zwei hier hinterher. Na gut, Dirki kann jetzt auf der MSN gleich ein bisschen aufräumen. Moment, war da oben nicht noch eine Bäre oder so? Oder ist die... Originalspielen war hier was, aber in den Remakes haben sie hier das Ding rausgenommen, was hier war. Aber da unten liegt ein Item. Ein Superball. Den hier müssen wir, glaube ich, noch machen. Hat ein einzelnes Magnetilo, Level 21. Sogar Donnerschock. Ui, das macht ganz schön Schaden. So, und ich glaube, dann haben wir hier auf dieser Route jetzt erstmal alles. Wir könnten uns jetzt noch einen Dickdarr fangen. Ich weiß nicht, ob ich das ins Team packen soll. Ich meine, ich habe jetzt Kenji schon als Boden-Pokémon. Auch wenn Dickter ist halt
Ist zwar verdammt schnell. Ich mag Diktri wirklich sehr gerne, also fangen wir dies auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ob ich es ins Team mitnehme. Für die Bodenarena wäre es auf jeden Fall ganz nice. Weil ich in der Bodenarena dann ein oder anderen nicht unbedingt brauchen kann. Kadi ist da drin zum Beispiel mal ein bisschen fehl am Platz. So, aber bevor wir uns darüber jetzt Gedanken machen, machen wir erstmal die MSN. Und wir fangen da hinten an. Ich arbeite mich da immer von ganz hinten nach ganz vorne durch. So, ja, Fight ist gerade vorne. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Typen an Pokémon haben, aber das da ist ein Angler und gegen den Angler lasse ich mal den Dirk hier ran. Die ganzen Wasser-Pokémon-Trainer sollten wir generell jetzt erstmal nur Dirk kämpfen lassen. Ja, natürlich ist es ein Tentacher. Was denn auch sonst? Natürlich trifft der mit einem Superschall. Das kann man immer wieder so treffend beschreiben. Tentacher sind die Zugbad der Meere. Nachdem ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass das Viech schon irgendwelche speziellen Wasserattacken kann. Das Spezielle hätte ich weglassen können. Wasserattacken sind ja generell speziell. Ein Stern, du kommst in den Kampf. Ich weiß nicht, ob ich das mit Dirkie probieren soll, aber gut, Kenji lasse ich hier auf jeden Fall nicht drin. Turbodreher sollte jetzt nicht allzu viel abziehen. Härtner bringt dir gar nichts. Das gab ordentlich IP und Muschers. Abnormal wenig Spezialverteidigung. Reicht der Rang ja auch für einen One-Hit aus. Vor allem, weil Muschas noch nicht mal eine hohe KP-Basis oder ähnliches hat. Muschas hat einfach nur verdammt viel Verteidigung und zwei relativ gute Angriffswerte. Und eine mittelmäßige Init. So, jetzt darf der Fight wieder nach vorne, weil der Typ da hinten hat, glaube ich, Kampf-Pokémon. Das ist auch nicht so das beste Matchup für unseren Fight ist. Mit Mancholo. Okay. Na gut, probieren wir es einfach mal. Wir machen gleich einen Volltreffer, das ist sehr schön. Und okay, ein Silberblick, damit kann ich leben. Attacke hat die zu 25% Crit hat, also Karate-Schlag.